Jetzt zu mir, Erik Freiter, kurz nochmal durchschnaufen. Die erste Überraschung ist geglückt. Ihr habt den TSV 1860, den ungeschlagenen Turniersieger vom letzten Jahr, gleich mal eine Niederlage eingetroffen. Ja, für mich war das erste Turnier. Ich habe es verfolgt letztes Jahr, dass die Blauen ganz gut dabei waren. Und das hat uns halt noch mehr motiviert, wie ihr schon das Turnier. Und das war mal ein guter Auftakt heute. Ja. Es ist so, ihr seid ja der Lokalmatador, viele Regensburger Fans auch da. Gibt es da nochmal mehr Schwung in so einem Turnier? Ein Sportler will natürlich immer gewinnen, aber sowas pusht natürlich nochmal, oder? Ja, an vorderster Stelle oder an erster Stelle steht erstmal der Zweck für das Ding. Aber es ist natürlich schön, wenn man so ein Turnier spielen darf und die Zuschauer sind da und man hört noch den einen oder anderen Ja-Fan. Das war zu meiner aktiven Zeit noch nicht so. Und es ist wie gesagt schön, wenn man dann die Spieler oder die Fans da sieht mit Trikot, mit Schal, mit irgendwann hat es Spaß und das ist ganz schön. Du hast die Entwicklung vom SSV Jahn angesprochen, ja, als mittlerweile gestandener Zweitligaverein. Verfolgst du das noch voll aktiv? Bist du auch im Stadion oder nur so aus dem Hintergrund? Ja, ich verfolge natürlich Spiele, alle Ergebnisse. Ich verfolge die zweite Liga, erste Liga, bis ganz runter. Wenn es die Zeit mal zulässt, dann gehe ich auch mal ins Stadion, aber das ist sehr selten geworden. Dann hatte ich weiter. Vielen Dank fürs Interview. Viel Erfolg noch heute. Und dann gehen wir wieder sofort ab zu unseren Kommentatoren, weil es geht gleich weiter mit dem nächsten Spiel.